Aufschlag Daniel Grobietz gegen Jens Dölling und den hat er völlig falsch eingeschätzt, der Jens. Das müsste der Ball zum 2:2 gewesen sein. Daniel, 2:2? 2:1 für Daniel. 2:1 für Daniel Grobietz. Der hier natürlich als leichter Favorit ins Rennen geht, aber bei dem Daniel weiß man ja noch nie, wie ernst er Spiele nimmt. Da ist schon immer die eine oder andere Überraschung auch drin. Und so ganz nebenbei ist die Installing nicht zu unterschätzen. Weniger Spannung. Schön, dass du auf den 2, Tisch 2, Schnatz gegen Goller, 4 Punkte Vorgabe. 4! Nee, 3. Ja, 4. Das ist hier natürlich der ganz große Favorit, weil der startet hier in der Hobbyklasse mit 3 oder 4 Punkten Vorgabe. Hat natürlich aber über sehr viele Jahre im Verein gespielt, ist topfit. Ist halt gerade mal nicht in irgendeinem Verein gemeldet und kann dann hier die Abzocke veranstalten. Soweit zumindest ist die Informationen, die ich habe. Ich hoffe, die stimmen auch. Weil verunglimpfen will ich hier natürlich niemanden. Und so ganz nebenbei ist das jedermanns Recht, hier als Hobbyspieler zu starten, wenn er in keinem Verein gemeldet ist und die Punktevorgabe zu kassieren. Und so sind halt mal die Regeln in diesem Turnier. Ich möchte es nur mal sterben, dass das nun mal einfach aber das sieht man schon, das spielt kein Hobbyspieler. Nicht wirklich. Das ist irgendwo zwischen sehr guter D-Klasse und mittlerer C-Klasse angesiedelt, wenn ich sogar noch besser. Viele Kantenhäuse beim Daniel. Und immer dasselbe Scheiß. Wie hast du gehört? Danke. Hey, ja.
Führst du weiter, oder geht meine? Danke nochmal. Danke. 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 Ja, Erik, ganz wichtig. Adieu, bis dann. Tschüss, Ade. Tschüss, Ade. Tschüss, danke. Okay, tschüss. Okay, vielen Dank. Tschüss. Alles Liebe bei der Feuerwehr hier. Du bist das Papier drin lassen. Ja, ja, wir finden gleich mal. Ach, komm, das ist scheiße. Ja, viel los, richtig viel los hier. Oder Box. Der Ferry geht ins Finale. Tschüss.